Hallo und herzlich willkommen bei Boxsaurus Garage. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Dieses Video wird ein kleines How-to-Bremse-Zusammenbau-Tutorial-Video am VW-Bus T3. Wir werden die komplette Bremsanlage hier hinten zusammenstecken. Wir haben hier eine Trommelbremse, die gängige Bremse am T3. Es gibt natürlich auch unten auf Scheibenbremse, aber für gewöhnlich haben die T3s hinten einfach eine normale Trommelbremse. Ich kann euch empfehlen, nehmt euch so ein Buch hier zur Hand. Wir werden das auch benutzen. Ich habe das schon öfters gemacht, aber trotzdem, wenn man mal ein bisschen nachgucken kann, ist das immer ein bisschen einfacher. Und ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen und hoffe, ich kann euch einiges auf den Weg mitgeben. Wir werden anfangen, indem wir hier den Zapfen mit dem Radlager und der Radlagereinheit, sage ich jetzt mal, zusammenstecken. Die Teile sind alle einmal gesäubert, neu gelagert worden und jetzt können wir die einfach aufstecken. Wir fangen damit an, dass wir das einfach aufstecken müssen und dann kommen die Schrauben rein und dann wäre das erste schon mal abgeschlossen. Jetzt habe ich genau verkehrt herum zusammengebaut. Ja. Hatte ich auch erst, Alter. Weil da macht irgendwie mehr Sinn oder scheint schlüssiger, wenn man den Pundöppel nach oben macht. Ne? Was war das, ein 21er? Ja. So, an der Stelle haben wir schon direkt den ersten Fehler gemacht. Für die, die es wissen, normalerweise kommt dieses Teil natürlich so herum, aber bei vielen, die denken hier, der Pinöppel kommt nach oben wegen dem Hauptbremszylinder, das ist aber nicht so. Deswegen kommt das Teil natürlich so herum. Hier kommt später der Hauptbremszylinder rein. Beziehungsweise da wird eher das Ankerblech, glaube ich, sogar angeschlossen. Und dann auf den Ankerblech später wird dann der Hauptbremszylinder angeschlossen. So herum. Nachdem wir jetzt unsere Antriebseinheit hier verschraubt haben, kommt die Ankerplatte drauf, die kommt so und wird dann anschließend hier unten eingeführt, also mit diesem Loch in das untere Loch und oben wiederum muss dieses Loch hier mit dem Loch an der Nahe, also an der Einheit hier fluchten. Passt auch nur auf eine Stellung drauf und dann kommt hier die Schraube rein. Als nächstes kommt dann der Hauptbremszylinder, aus dem einfachen Grund, in dem Hauptbremszylinder ist das Gewinde, womit das dann von hinten verschraubt wird und damit wird dann auch gleichzeitig die Ankerplatte gehalten. Wichtig an der Stelle ist, dass du mir einen Schlüssel gibst, weil das passt nicht. Dass der Hauptbremszylinder von vorne aufgesteckt wird, sprich von eurer Sichtseite, aber von hinten verschraubt wird, damit der hier auch an dem Teil, an der Halterung fest ist, weil sonst macht das keinen Sinn, dann würde der Hauptbremszylinder ja nicht fest sein. Nachdem wir jetzt hier den Hauptbremszylinder festgeschraubt haben, können wir unten die Verschraubung anbringen. Dazu sind diese Schrauben hier, sind auch im Set mit enthalten. Die kommen so hier rein und werden dann verschraubt. Wir haben hier an dem Hauptbremszylinder jetzt eine alte Schraube verwendet, weil in diesem Set sind nur diese kleinen Schrauben dabei und die passen nicht, die sind eine Nummer zu klein. Deswegen haben wir die alte Schraube genommen, aber das macht auch eigentlich nichts. Dann kann man auch gleichzeitig da die Halteführungen für die Bremsbeläge einstecken. Die kommen jeweils mit der Kerbe nach außen. Wie herum die jetzt hier reinkommen, der nach links oder der nach links, spielt keine Rolle, weil es beides die gleichen Teile sind. Nun schrauben wir die hier fest. Die unteren hier sind 17er Schlüsselgröße. Das sind die neuen. Als nächstes kommt das Handbremsseil dran. Dazu muss mein Zivi jetzt erstmal das auspacken. So sieht dieses Handbremsseil aus. Dieses Teil wird von hinten herum durch die Trommel eingefädelt. Und dieses Ende kommt später an den Mechanismus, um vorne an die Handbremse angeschlossen zu werden. Einmal hier durch. Und den Kollegen lassen wir jetzt hier hängen, denn den brauchen wir später, um die Handbremse anzuschließen. Als nächstes kommen die Bremsbeläge dran. Die Bremsbeläge werden dann anschließend mit den Haltebüchsen durch dieses Loch hier festgehalten. Dafür nehmt ihr euch jetzt den
Bremsbelag. Hierbei müsst ihr darauf achten, von welcher Seite aus das Handbremsseil kommt. In dem Fall kommt es von rechts, deswegen muss das auf diese Seite und wird dann so eingefädelt. Wichtig ist hierbei, dass ihr jetzt am Hauptbremszylinder hier oben das euch so einstellt. Hier könnt ihr einfach dran drehen, das macht nichts, dass das hier dann in einer Flucht sitzt und dann kann der Bremsbelag auch nicht mehr herausfallen. Eigentlich. So, jetzt machen wir den erstmal fest, damit der hier nicht abtauchen kann. Ich mache das in dem Fall so, dass ich den Bremsbelag schon direkt fertig fest verschraube, damit dieser mir nicht abhauen kann. Und dafür gibt es dann hier diese Ringe. Die passende Feder. Und das kommt hier so aufgesetzt. Und von der Rückseite aus kommt dieser Splint hier durch. Das ist eine kleine Fummelarbeit, denn wir müssen das jetzt so positionieren, dass das nicht weg kann. Trick hierbei ist, habe ich gemerkt, bei meinem T3, nehmt ihr euch eine Wasserpumpenzange oder ihr versucht mit einem Hammer schon ein bisschen die Feder ein, zwei Mal zu kloppen, dass die schon mal ein bisschen weicher wird, dass sie sich ein bisschen besser spannen lässt. Weil wir hier komplett Neuteile haben, haben wir hier das Problem, dass diese sich hier nicht vernünftig verarbeiten lassen. Deswegen drücke ich die schon mal gerne ein bisschen zusammen, dass sie ein bisschen geschmeidiger werden. Manche finden das blödsinnig, ich schwöre darauf. Und jetzt kommt der schwierigste Teil. Der Splint wird von hinten aufgelegt. Dann kommt die Feder drauf. Dann kommt der Teller. Dabei müsst ihr an dem Splint aber dabei aufpassen. Der Splint ist bestimmt mit einem Kopf und der passt nur in einer Stellung drauf. Sprich, ihr müsst die Feder später hier draufsetzen, das ganze Teil hier auf reindrücken mit der Feder und dann um 90 Grad verdrehen. Dann kann der später hier nicht raus. Und das muss alles jetzt unter Spannung geschehen. Und das ist gar nicht mal so einfach. Am besten mit zwei Mann, der eine, der den hier hält und ein anderer, der sich jetzt die Position von dem Kollegen hier sucht und dann versucht, den hier irgendwie drauf zu wichsen. Erste Seite ist drin, am besten nehmt ihr euch eine Zange dabei, dann könnt ihr die Zange hier aufsetzen, auf die Feder. Und dann muss die zweite Person den Splint so halten, dass ihr mit der Zange vernünftig drankommt. Und dann geht das. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, nehmt da eine zweite Person bei, weil alleine habe ich da schon mal Stunden dran gesessen. Es ist nur ein gut gemeinter Tipp. Ihr könnt das auch alleine, wenn ihr irgendwie die Kraft habt, beides gleichzeitig zu halten, aber die Feder hat wirklich eine gute Vorspannung. Was man an der Stelle eventuell auch nehmen kann, sind die alten Federn, wenn die nicht zu kaputt sind. Dann macht das nämlich auch nicht großartig viel. Als nächstes kommen die Federn dran. Insgesamt 4 Stück. Die erste kommt hier unten, das ist die längste von allen. Die kommt hier hintergeschoben. Wichtig ist, dass ihr auf dieser Seite, glaube ich, war das anfangt. Und dann müsst ihr das hier rüberziehen. Am besten mit einem Schraubendreher oder mit einer Zange. Und dann wird die hier unten unter dem Mechanismus ein Loch, wird die eingehangen. Als nächstes kommen diese Federn dran. Das ist ein bisschen tricky, die müssen nämlich so verbaut werden und deswegen haben wir jetzt wahrscheinlich das Problem, dass der hier nicht losgeht. Wahrscheinlich müssen wir den nochmal auseinanderbauen. Ich werde gucken, ob ich die jetzt so reinkriege, ansonsten werde ich das hier noch einmal lösen müssen, dann die Feder einhängen und später dann diesen wieder zumachen. An der Stelle müsst ihr aufpassen, wir haben jetzt schon ein bisschen verbogen. Wir mussten den alten drauf machen.
wie gesagt, der Fehler ist jetzt leider aufgetreten. Das kann ich jetzt im Videoschnitt wahrscheinlich später auch nicht mehr ändern. Deswegen guckt euch das Video am besten an, bevor ihr hier irgendwas macht, damit ihr den Fehler nicht macht. Als nächstes können wir diese Seite raushängen. Drückt mal. Zack. An der Stelle aufpassen, die Federn, dass, wie die Federn hier in dem Fall drauf sind. Ihr könnt hier sehr gut sehen, dass ich die Federn von unten nach oben und die beiden Seiten nach innen gelegt habe. Jetzt können wir hier unten wieder festschrauben. Als letztes Bauteil kommt unser Einstellmechanismus. Hier ist darauf zu achten, dass ihr den am besten komplett zurückstellt, damit ihr so viel Platz wie möglich schafft. Und ihr müsst gucken, je nachdem wie die Bremse steht. Wir haben dieses auf dieser Seite den Handbremsehebel links. Deswegen kommt dieses Teil so herum rein. Und an der anderen Seite würde der dann spiegelverkehrt eingebaut werden. Das kann ich hier nicht sehen mit dem Handbremskamera. Das heißt, es kommt diese Feder hier rein. Die wird so aufgesetzt. Für gewöhnlich kommt die auch eigentlich von hinten, aber ich habe sie mittlerweile immer so rein. Kommt auf selbe hinaus, ist nur um den Halter hier zu halten, dass der sich hier nicht verdrehen kann. Als nächstes kommt die Trommel drauf, beziehungsweise an unserer Stelle können wir auch erst die Radnabe aufsetzen. Die wird jetzt so verschraubt hier drauf kommen. Kommt dann die Kronmutter noch drauf. Das machen wir aber in diesem Video jetzt nicht mehr. Als letztes kommt die Trommel drauf. Bei der Trommel ist darauf zu achten, dass man hier die Haltepunkte von der Trommel mit der von der Radnabe Übereinstimmung hat. Sprich, die kommt so. Und als letztes kommen die Schrauben, die bei uns nicht gepasst haben. Die sind nämlich gar nicht dafür, sondern für die Trommel gedacht. Und die kommen wieder in die Trommel. Wahrscheinlich sind auch die mit den passenden Kuhscheiben. Hier wieder drauf. Die werden wir jetzt nicht mehr festschrauben, weil wir müssen gleich noch an die Bremse dran. Anschließend könnt ihr die Bremse einstellen. Das werden wir aber nicht mehr machen, weil wir haben keinen Anschluss mehr für an die Handbremse. Das war's zum Thema Bremse. Ich hoffe, man konnte trotzdem auf diesem Video was hören, weil wir hier gerade ein bisschen Sturm haben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, würde mich sehr darüber freuen. Instagram-Accounts sind unten in der Videobeschreibung und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Peace und bis zum nächsten Mal. Ciao.